Hallo Leute, ich melde mich auch mal wieder zurück nach sehr langer Zeit. Und ja, einige haben es vielleicht schon mitbekommen. Ich habe den Hof nochmal gebaut, weil nachdem ich euch den anderen Hof zum Download gestellt habe, kam mir mein anderer irgendwie ziemlich schäbig vor. Und naja, dann dachte ich, baue ich nochmal neu. Und hoffentlich geht es mal für etwas länger. Und ich wollte auch meinen Hof mal etwas anders bauen, als ich die sonst immer gebaut hatte. Ich hatte irgendwie immer dieselbe Art von Höfen. Und ja, ich zeige euch auch hier gleich nochmal meine neuen Pferde. Und es werden noch so einige Überraschungen noch für euch bereitstehen. Und zwar, die eine seht ihr da schon. Wir sind hier auf dem Gestüts, beim Gestütseingang. Und da seht ihr schon einen meiner neuen Schützlinge. Und zwar, wie ihr sehen könnt, ist das ein Maultier. Und zwar habe ich mir überlegt, dass jetzt, weil ich ja immer nur Springen und Dressur hatte und halt Cross Country, dass ich auch mal eine kleine Western-Sektion haben werde, aber nicht professionell, sondern eher so als Freizeitbeschäftigung für die Reiter, dass sie auch immer was anderes sehen. Und ja, das ist die Amy, das ist eine Maultierstute. Das Template ist übrigens nicht von mir, ich habe das nur ein bisschen abgeändert. Das Fell noch ein bisschen charakteristischer gemacht, aber das Template ist nicht von mir. Und ja, jetzt seht ihr hier schon das zweite Westernpferd. Wir sind jetzt gerade auf den Sandpaddocks vorne am Eingang. Ich zeige euch mal von Weitem. Das ist mein zweites Pferd. Das ist eine Appaloosa-Stute. Ich habe gerade den Namen vergessen, fällt mir auf. Lakota. Also sie heißt Lakota. Und da gibt es eine kleine lustige Geschichte dazu. Und zwar, meine Schwester hatte mir ein Bild geschickt von einem Pferd, von einem Foto. Und ich habe mich in dieses Pferd verliebt und dachte, das muss bei Sims sein. Und da ist sie. Also die gibt es wirklich. Ja, hier seht ihr auch den zweiten Sandpaddock. Also es sind zwei Sandpaddocks vorne am Eingang. Da können die Pferde draufgestellt werden, mal so zum Abschwitzen oder sonstiges. Dann haben wir hier zwei Ställe. Dieser Stall hier, auf den ich gerade zugehe, der ist noch leer. Jetzt zeige ich euch den mal gerade nicht, weil der ist nämlich genau identisch mit dem Stall hier. Deswegen gehen wir jetzt nämlich hier mal rein. Na? So. Hier haben wir den ersten Stall. Hier passen nur drei Pferde rein. Da sind im Moment die Lakota und die Amy drin. Ich dachte so, dass hier vorne vielleicht die Westernpferde reinkommen können. Hier haben wir so ein bisschen Futter und Sattelkammer. Nicht so spannend. Ja. Hier ist ein Putzplatz. Ja. Wie gesagt, der andere Stall ist identisch mit dem hier, den zeige ich euch jetzt mal nicht, der ist einfach nur leer. Da stehen so ein paar Utensilien rum, aber das war es dann auch schon. So, dann wollen wir hier mal... Spiel mit. Ein Spiel hat. Hallo. Ja, gehen wir hier mal auf den Hof. Hier haben wir unseren schönen Brunnen, wenn man hier reinkommt. Geradeaus seht ihr schon den Hauptstall. Da ist... Lasst mich kurz überlegen. Rechts ist der Stutenstall und links ist der Hengststall. Wer hat da was hingeschmissen? Also okay. Hier ist eine kleine Garage für ein paar Autos und Hänger und so. Und hier haben die Pferde, wie ihr sehen könnt, aus dem Paddocks für die Box, also von den Boxen. Ja, dann gehen wir doch mal in den Stall. Es kann sich nur um Stunden handeln, bis wir da sind. Ja, der wird gleich voll, das ist genau, wenn ich nicht auf dem Grundstück bin. Hier haben wir einen neuen Stall. Wir haben jetzt, ich glaube, 2, 4, 6 mal 2 sind 12 und 2 sind 8, 20. Ja, für 20 Pferde hier Platz in dem großen Stall. Das heißt für 10 Hengste und 10 Stuten und halt nochmal 6 Pferde vorne in den Ställen. Also insgesamt 26 Pferde und wie ihr auch hier sehen könnt, am Anfang waren noch leere Boxen, da hinten sind auch noch leere Boxen, das ist jetzt der Hengststall.
Da kommt gerade die Mindy mit der Pennsylvania um die Ecke. Wenn man hier durchlaufen kann. Hallo, ihr zwei Süßen. Quetsch mich immer kurz durch. Achtung! Ja. Scharfe Kurve nehmen und hier ist die Futterkammer. Die ist jetzt auch nicht so spannend. Ah, der leckt aber heute wieder. Ja, Futterkammer, ne? Futter halt. Ist jetzt nicht so interessant. So. Ja, ich weiß nicht warum hier oben in der Decke wieder irgendwelche. Ich hab die Decke noch nicht eingefärbt, fällt mir gerade auf. irgendwelche Löcher drin, ich verstehe es nicht, aber gut. Hier haben wir zwei Waschplätze. Da hinten kommt das Solarium. Und dann zeige ich euch kurz einen ganz kleinen Blick in den Stutenstall, da gehen wir jetzt nicht nochmal etwas durch, ist ja immer noch dasselbe. Hier haben wir die Sattelkammer. Einmal schwupps. Rein da, Sattelkammer. Auch nicht so spannend, ne? Da bin ich auch mal ganz faul, ich lasse die Sattel immer so eingefärbt, wie sie sind. Ja. Stutenstall. Schwupp. Ja, und hier, da wo ihr die Tür seht, kommen wir in unsere kleine Reithalle. Kann man als Dressurhalle benutzen, könnte ich jetzt auch für die Western Trail oder einfach mal so ein bisschen zum Longieren. Ups. Hier ist unsere Halle. Und ich bin ganz stolz, ich habe das erste Mal es geschafft, diese Dächer von innen einzufärben, indem ich die mit einem Boden gebaut habe. Ich bin da total stolz drauf, ist auch echt lange gedauert. Ich habe jetzt auch insgesamt an dem ganzen Hof 2 Wochen gesessen und dann jeden Tag sehr, sehr lange auch. Auch bis sehr spät. Ja, unsere Dressur bzw. Longier bzw. kleine Reithalle. Ja. Da können wir auch jetzt mal gleich rausgehen. Da ist noch ein separater Aus- bzw. Eingang. Schwuppdiwuppdiwupp. Schnarch, schnarch, schnarch. Hier geht es nämlich zu den Plätzen. Hier seht ihr nochmal von außen. Wir können auch jetzt erstmal zur Weide gehen. Weide, Weide, Weide. Ach, warte noch was, Leute. Das machen wir mal eben anders. Das geht wohl nicht schneller. Das hier ist die Hengstweide. Und da kommt man auch von vorne, von den Sandfeldern, das kommt man da auch hin. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz drauf, das ist nicht so spektakulär. Da sehen wir vorne den Schrecken, den Picasso, dann dahinter ist der Sunny und ganz hinten der Schwarze ist Deep Impact. Die anderen Pferde sind als Stuten bzw. sind im Training. Da gehen wir nachher nochmal kurz hin. Ja. Ja, da vorne, wie den Stall, den ihr da seht, das ist wieder der erste Stall mit den Sandpaddocks. Der Hauptstall. Und dann gehen wir mal zu den Plätzen. Schnarch, schnarch, schnarch. Warte. Oh mein Gott. So. Ich habe das erste Mal wieder richtige Wege gebaut. Sonst waren meine Grundstücke immer nur durch irgendwelche Plätze verbunden. Hier haben wir 2 Round Pens. Auch nicht so spannend. Jetzt trainieren wir Pferde. So. Und dann haben wir hier unseren Außendressurplatz. Da haben wir einmal den Athos, das ist der Friese, den wir zusammen erstellt haben. Der jetzt keinen Behang hat, weil er sonst pink ist, wegen den Bandagen, die er drum hat. Und obendrauf sitzt die Catalina. Und die soweit ist. Soweit ich das beurteilen kann, machen die gerade rückwärts richten. Sieht fast so aus, ne? Ja. Schön ist hier. Und hier hinten haben wir die Hillary auf dem JK Riley. Ja. Das ist mein Dressurplatz, mein Außendressurplatz.
Ich habe auch zwei Turniergelände gemacht, ein Springturniergelände und ein Dressurturniergelände, aber das werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil das sonst echt den Rahmen etwas sprengen würde. Ich bin jetzt schon bei 10 Minuten und wir haben, glaube ich, gerade mal die Hälfte des Hofs geschafft. Mache ich noch kurz wieder Zeitraffer. Also gehen wir hier weiter. Hier geht es nämlich zum Springplatz bzw. zum Wohnhaus. Ja, Leute, ich habe ein Wohnhaus gebaut. Wow, aber auch nur, weil es da noch hingepasst hat, muss ich ehrlich sagen. Sonst wäre es da auch nicht hingekommen. Und hier seht ihr schon die zweite Überraschung. Und zwar habe ich einen neuen Hengst erstellt. Das ist der Last Tribute. Er ist ein Holsteiner und zwar gekreuzt, deswegen die tolle Farbe, mit einer Swiss Cream Color Stute. Deswegen sieht er so hübsch aus. Weil Holsteiner ja normalerweise, soweit ich das da weiß oder schon gesehen habe, keine cremefarbenen, beziehungsweise Isabellenpferde, oh Gott, Isabellenpferde sind. Das ist mein Außenspringplatz. Ja. Da können die so ein bisschen rumhopsen, Training, wenn es draußen mal schön ist, so wie heute. Wir haben auch gerade Sommer, glaube ich. Ja, da hinten ist ist die kleine Halle. Und hier, da gehen wir aber jetzt nicht rein, weil das nämlich schrecklich aussieht, ist mein Haus. Mein Wohnhaus. Mal kurz weg. Mein Wohnhaus, was aber wirklich nur zweckmäßig eingerichtet ist, wie man hier sehen kann. Also alles, was sie so ein bisschen brauchen, aber mehr auch mehr nicht. Ups. Ja. So. Dann gehen wir mal irgendwas wieder ganz zurück an den Anfang. So. Ja, jetzt muss man wieder laden. Lade, lade. Und jetzt gehen wir mal zu den Stutenweiden. Stutenweiden oder Stutenweide. Ist nur eine. Ja. Stutenweide. Auch nicht so spektakulär. Hier rechts im Bild seht ihr die Fly, also Fly with the Wind. Gott, das ist der englische Name. Das ist der Araber, den ich erstellt habe. Den habt ihr ja auch schon gesehen, wie ich ihn erstellt habe. Runter hier. Hallo. Schmeckt das Gras? Das ist die Fly. Halt sieht ein bisschen komisch aus. Ja, den Apfelschimmel, da kennt ihr auch schon, das ist die Samira. Und die braune da, das ist die Laika. Nicht? Und da hinten stand, soweit ich weiß, ganz aufwärts zu parken. Einmal durchs Feuer durch. Na, da hinten steht noch die Winnie, die wie Charisma. Ja. Da ist wie Charisma und grast hier alleine in der Ecke rum. Mädel, was machst du hier alleine? Ist doch langweilig. Ja, und hier haben wir einen kleinen, habe ich für die Westernreiter zum Ausspannen einen kleinen Trailplatz gebaut. Können die so ein bisschen üben. Ja. Und jetzt kommen wir zum letzten Grundstück. Achso, ja, hier können die noch so ein bisschen rumsitzen, ein bisschen zugucken. Hier sind noch so ein paar kleine Utensilien, die man noch draufbauen kann. Ja, hier ist vom Stutenstall sind die Außenpaddocks. Hallo? Waren da? Ja. Ich hoffe, ihr hört das gerade nicht, weil mir ist im Hintergrund gerade Highlife. Irgendwer baut da irgendwas rum. Ja. Och nee. Kleiner Regiefehler. Hier ist meine Springhalle, meine große Springhalle. Von außen.
große Springhalle. Und da sollte jetzt eigentlich der Da Capo drin sein. Mit dem Erik. Der Erik ist da auch noch. Aber wie ich gerade gesehen habe, der Da Capo hat sich mal eben rausgeschlichen. Ich vermute mal, dass dem es nicht so gut ging. Und der deswegen beschlossen hat, ich gehe mal weg. Also, ja. So was kann man schon mal passieren. Also die große Springhalle. Da sitzt der Erik auf dem nicht vorhandenen Da Capo. Der sitzt, steht draußen mit Sattelzeug und frisst Gras. Ja. Auch wieder so auf dieselbe Weise gebaut, wieder mit dem Dach. Ich bin total stolz drauf. Weil das echt mal schön aussieht und dann kann man da auch gut Fotos drin machen. In meinen Hallen habe ich immer so ungern Fotos drin gemacht, weil die wirklich nicht so schön aussahen. Ja, das war die Halle. Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Teil von meinem Hof, den ich euch zeigen möchte. Und zwar auch zur letzten Überraschung, die ich euch zeigen möchte. Wenn mein Spiel mal möchte. Hallo? Wir gehen aus der Tür raus. Da ist der Stall wieder. Und spannend wird's und spannend bleibt's. Gehen wir einmal um die Ecke. Und da seht ihr schon eine weitere Weide. Und wie ihr sehen könnt, hat sie einen bisschen anderen Zaun als normale Weiden. Und da seht ihr den Da Capo, der meint, er müsste ausbüchsen, seinen Reiter in der Halle stehen lassen und anfangen zu grasen. Sehr gemacht, mein Freund. Sehr gut gemacht. Also Da Capo und jetzt zeige ich euch. Tada! Ich habe zwei Kühe. Oder Rinder, wie auch immer man es nennen möchte. Aber ich dachte mir, wenn wir schon Westernreiten machen, dann ja, können doch auch zwei Kühe oder zwei Rinder auf meinem Hof einziehen. Hier ist einmal der Bulle, das ist der Paco. Hallo Paco, sieht ein bisschen komisch aus so. In deiner Pose, wie du gerade machst. Bist du verkrüppelt. Du musst dir auch von deiner besten Seite zeigen, geht nicht. Und hier haben wir die Elli. Elli hat ihren Schwanz im Popo. Ach Elli. Ja, das ist eine Kuh. Die Elli. Da hinten seht ihr den Stall von den beiden. Da können nachts rein. Da kann auch die Tür zugemacht werden. Und hier habe ich noch so einen kleinen abgesperrten Paddock-Bereich. Für die, falls eine von den beiden mal krank wird und abgesondert werden soll. Oder wenn die sich mal streiten oder sonst was, dann gibt es hier einen kleinen Paddock. Und einen kleinen Stall. So, Box, ne? Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt erstmal Zeit brauchen, um ein bisschen Fotos zu machen und meine neuen Pferde vorzustellen und meine Website umzuarbeiten, damit ich neue Pferde einarbeiten kann. Und werde wohl auch ein paar Fotos machen vom Hof, aber ich werde wahrscheinlich das Video hier einfach als Vorstellungsvideo nehmen, also beziehungsweise dann brauche ich nicht irgendwelche Fotos machen vom Hof und sagen, ja, das ist Reithalle, das ist Stall oder so, dann lade ich einfach das Video hoch auf meiner Seite und dann kann man sich das angucken. Ja. So, das wär's dann also. Ich kann es auch an Stadtansicht zeigen. Kartenansicht. Das ist der Hof von außen. Hier seht ihr, da ist der Dressurturnierplatz und da ist der Springturnierplatz, den ich auch selber gebaut habe. Achso, was ich noch vergessen habe, die Kühe sind auch nicht von mir, die habe ich auch, die Templates habe ich auch von woanders. Das sind nicht die von Lexa Saddlery, das sage ich euch gleich, das sind andere. Die Codes, also der Code von der Ellie, der ist von der Lexa Saddlery, aber der Rest ist nicht davon. Ja. Ja, das wäre es von mir. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Und dann sehen wir uns bei meinen nächsten Videos wieder. Auf Wiedersehen und Tschüss.